Abend. Hoffnung, erster Teil. Hoffnung, wohin zielt sie? Wohin zielt sie? Zweitens, Hoffnung, worin gründet sie? Und der dritte Teil dann, Hoffnung, wozu verpflichtet sie? Das sind die drei Punkte heute Abend. Ich lege ein Wort aus dem Kolosserbrief zugrunde, aus Kapitel 1 noch einmal, den Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Zu ihm. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In Kapitel 3, Vers 3, oder Vers 3 und 4, denn ihr seid gestorben. Schausatz, ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist Hoffnung. Jetzt kommt zuerst die Einleitung und dann kommen erst die drei Punkte. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese unsere Welt ist einzigartig schön. Die Blumen, die Pflanzen, die Bäume, eine Landschaft, einzigartig schön. Ein Sonnenuntergang am Meer oder ein Sonnenaufgang, einzigartig, hinreißend schön. Betrachten Sie mal eine Mücke oder ein kleines Tierchen, einen Käfer oder eine Schneeflocke oder eine Schneeblume im Winter oder Ihre Katze, Ihren Kater von der Nähe. Einzigartig schön. Je älter ich werde, desto mehr lerne ich das Staunen, auch über die kleinen Dinge. Als ein russischer Astronaut diesen blauen Planeten vom Mond her gesehen hat oder von seiner Kapsel her oder vom Raumschiff her, ich weiß es nicht, da soll er vor Entzücken in Tränen ausgebrochen sein. So schön kam ihm diese Erde vor, dieser kleine blaue Planeten im Weltall. Ich singe gern das Lied, oh wie schön ist deine Welt, Vater, wenn sie golden strahlet, wenn dein Glanz herniederfällt und wenn Staub im Schimmer malet, wenn das Rot, das in der Wolke blinkt, in mein stilles Fenster sinkt. Könnt ich klagen, könnt ich fragen, irre sein an dir, an mir, nein, ich will im Herzen tragen deinen Himmel schon all hier und dies Herz, ehe es zusammenbricht, trinkt noch Glut und schlürft noch Licht. Oh, wie schön ist deine Welt. Ich könnte jetzt 1000 Schönheiten hier anführen. Ich will es dabei belassen. Diese Welt ist aber auch, liebe Schwestern und Brüder, einzigartig schrecklich. Wie viel Elend gibt es in dieser Welt? Wie viel Leid gibt es in dieser Welt? Wie viele Tränen werden vergossen täglich und bei Nacht? Wie viel sterben in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen? Das Zeichen dieser Welt ist nicht das Lachen, sondern das Weinen, hat einer gesagt. Wie viel Krankheit, wie viel Ängste, wie viel Depressionen, wie viel Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, Tag für Tag und Nacht für Nacht.
Und nun muss man sich doch als denkender Mensch die Frage stellen, nicht? Das muss man doch einfach. Du kleiner blauer Planet in einem unendlichen Universum. Wo, du rollst. Wo rollst du eigentlich hin? Wo rollst du hin? Du Erde, du Planet Erde, wo rollst du denn hin? Die Frage muss man sich doch stellen. Wozu das Leben? Wozu dieser Kosmos? Wozu dieses ganze Drama der Naturgeschichte und der Weltgeschichte und der Lebensgeschichte von jedem Einzelnen, wozu? Wenn ich in einem Zug sitze, annehme, wir nehmen das mal an, oder der Schaffner kommt herein und will die Fahrkarte sehen und ich sage, ich habe keine Fahrkarte. Und dann fragt der Schaffner, wo wollen Sie eigentlich hin? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Hauptsache, ich sitze im Zug und fahre. Komisch, ne? Hauptsache, ich lebe. Frag mich nur nicht, wozu. Ich spinne da weiter. Jetzt kommt der Schaffner zu mir und sagt, passen Sie mal auf, in wenigen Augenblicken oder in ein paar Stunden wird der Zug in eine Schlucht hinunterfahren. Wir können ihn nicht mehr aufhalten. Es kommt eine Katastrophe auf uns alle zu. Dann wird diese kommende Katastrophe schon jetzt mein Leben bestimmen. Nicht? Mit Angst. Das heißt, ich will dabei nur sagen, dass die Zukunft meine Gegenwart bestimmt. Die Zukunft bestimmt schon jetzt meine Gegenwart. Wenn der Schaffner aber kommt, hören Sie mal her, ich möchte Ihnen was ganz Tolles sagen. In wenigen Stunden wird der Zug ein wunderbares Ziel ansteuern. Das wird so fantastisch sein, Sie können es sich im Traum nicht vorstellen. Dann bin ich ganz erfreut, jetzt schon, gell? Obwohl wir noch gar nicht am Ziel sind. Diese herrliche Zukunft bestimmt dann schon jetzt meine Gegenwart. In der Vorfreude. Also, Hauptsache wir leben, frag mich nur nicht wozu. Hauptsache ich sitze im Auto, Gas geben, frag mich nur nicht, wohin die Reise gehen soll. Oder wir befinden uns auf einem großen Schiff. Woher kommt denn das Schiff? Woher kommt denn das Raumschiff Erde? Wohin steuert denn das Schiff Erde? Wer ist denn der Kapitän dieses Schiffes? Wer steuert es? Wir wissen es nicht. Antwort, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ist das dann nicht, liebe Schwestern und Brüder, eine sehr traurige Reise? Wenn man keine Antwort hat auf das Woher, auf das Wozu, auf das Wohin. Wenn ich in einem Theater auftreten soll und spielen soll und keiner sagt mir, der Regisseur oder keiner, der verantwortlich ist für das ganze Theater, was für eine Rolle ich zu spielen habe, dann ist das also ein unmögliches Theater, nicht? Wissen Sie, was für eine Rolle Sie in dieser Welt zu spielen haben? Das muss man doch eigentlich wissen, sonst kann man doch gar nicht richtig spielen, so kann man doch gar nicht richtig leben. Aber gibt es überhaupt einen, der uns eine gültige, bündige Auskunft geben kann auf diese Fragen? Es gibt einen, ich lese aus Offenbarung 5, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Dieses Buch, in diesem Buch ist die ganze Weltgeschichte niedergeschrieben. Der ganze Ablauf der Weltgeschichte und der Naturgeschichte und ihrer und meiner Lebensgeschichte ist in diesem Buch festgehalten. Und keiner durchschaut die Geschichte. Keiner. Keiner durchschaut die Geschichte. Keiner hat Zugang zur Geschichte.
Sie ist uns verschlossen. Sie ist für uns ein Buch mit 7 Siegeln. Nicht? Eine Mutter ruft einen Pfarrer an und sagt, Herr Pfarrer, mein 16-Jähriger hat Krebs. Er muss sterben. Warum? Mit 16 haben wir das Leben noch vor sich. Können Sie mir da eine Antwort geben? Der Pfarrer sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich blicke da nicht durch. Was ist eigentlich los in unserer Welt? Was geht denn vor in den USA? In Indien? In Europa? In Zaire? In Burundi? In der BRD? Liebe Freunde, wir wissen es nicht. Wir durchschauen es nicht. Wir blicken nicht mehr durch. Computer, Gentechnologie, Arbeitslosigkeit. Wir sind ratloser, als wir es uns eingestehen wollen, auch die Politiker. Sie sind ratloser, als sie sich eingestehen wollen. Es ist zum Heulen. Aber es geht hier weiter und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Da ist einer, der hat den Einblick und der hat den Durchblick. Er wird sowohl Lamm wie auch Löwe bezeichnet. Die eine Seite seine ganze Schwachheit, gell, auf Golgatha. Und Löwe seine Kraft und seine Macht und Stärke. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Hier haben Sie die Antwort. Jesus, der Gekreuzigte und der Auferstandene, hat den Einblick in das Buch der Weltgeschichte und in Ihre Lebensgeschichte und auch in meine Lebensgeschichte. Gott sei Dank, der blickt durch. Wenn ich nicht mehr durchblicke, er blickt durch. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Die Welt ist unterwegs zu ihm. Die Kirche, wir fragen auch Zukunft der Kirche, die Kirche ist unterwegs zu ihm. Ihr Leben und mein Leben ist unterwegs zu ihm. Dieser ganze Kosmos ist aus Liebe heraus entstanden. Dieser ganze Kosmos wird in der Liebe erhalten. Und dieser ganze Kosmos ist zur Liebe unterwegs. Es ist Nacht. Die Jünger sind im Boot. Sie rudern über den See. Der Herr ist nicht da. Er ist irgendwo in Galiläa auf einem Berg, um zu beten. Und sie rudern in der Nacht, Stunde um Stunde. Und haben, liebe Freunde, Gegenwind. Sehen Sie, die Kirche hat schon immer Gegengewind gehabt. Nicht erst heute haben wir Gegenwind, nicht? Man hört immer wieder, gell, der Kirche von heute bläst der Wind kräftig ins Gesicht. Nicht? Wir haben starken Widerstand, jawohl. Und es ist schwer, in einer Gemeinde vorwärts zu kommen. Mitarbeiter sein heißt Ruderer sein, gell? Vorwärts mit dem Schiff der Kirche, vorwärts hier. In Neubulach, ja, und das sind Widerstände. Ja, das sind Widerstände. Es geht nicht flott. Und der Wind war ihnen entgegen. Wir haben keinen Mitwind heute, gell? Wir haben Gegenwind. Wir müssen gegen den Wind angehen. Und der Herr scheint nicht da zu sein. Und da kommt er nicht in der ersten Nachtwache. Und da kommt er nicht in der zweiten Nachtwache. Und da kommt er auch nicht in der dritten Nachtwache. Er kommt erst in der vierten Nachtwache. Wann war das?
Wann war das? Wann ist das? Morgens zwischen 3 und 6 Uhr ist die vierte Nachtwache. Nicht? Von 6 bis 9 die erste, von 9 bis 12 die zweite, von 12 bis 3 die dritte, von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens, das ist die vierte Nachtwache. Erst in der vierten Nachtwache sehen Sie, oh, da kommt ein Gespenst, nicht? Auf den Wogen und Wellen, und Sie schreien vor Angst und Furcht. Und dann merken, es ist der Herr. Sehen Sie, er kommt auf den Wogen der Geschichte uns entgegen. Wir gehen auf Jesus zu, oder Jesus kommt auf uns zu, das ist unsere Zukunft. Jesus kommt auf dich zu, das ist deine Zukunft. Jesus kommt auf die Welt zu, das ist die Zukunft der Welt. Jesus kommt auf die Kirche zu, das ist die Zukunft der Kirche. Unsere Zukunft hat einen Namen. Unsere Hoffnung ist eine Person. Unsere Hoffnung zielt auf Jesus Christus, auf sein Kommen, auf den zweiten Advent. Darum feiern wir am Sonntag zweiten Advent. Insofern passt dieser Abend genau in die Zeit, in der Kirche, jetzt in diese Adventszeit hinein. Am Ende der Welt, am Ende unseres Lebens, steht nicht das große Nichts und das Chaos, sondern er. Der Zug der Weltgeschichte endet zu seinen Füßen. Das Schiff der Kirche fährt durch das Meer der Zeit, durch Wogen und Wellen und Stürme hindurch, bis hin zum Ufer oder Hafen der Ewigkeit. Wir werden erwartet am anderen Ufer. Ich darf jedem heute Abend jetzt ganz persönlich sagen, du wirst erwartet am anderen Ufer, wenn du heute Nacht sterben solltest. Da ist einer, der auf dich wartet, am anderen Ufer. 300 Mal ist im Neuen Testament von der Wiederkunft Jesu die Rede. 300 Mal. Und gell, das ist ja so unglaublich. Das größte und gewaltigste Ereignis, das dieser Welt und dieser Menschheit noch bevorsteht, ist das sichtbare Kommen Jesu in Kraft und in Herrlichkeit. Unglaublich, gell? Gehen Sie mal 100 Jahre zurück oder in die Steinzeit wegen mir und sagen Sie dort einem Steinzeitmenschen, es wird einmal ein Mensch auf dem Mond landen. Dann schüttelt er den Kopf und sagt, du bist verrückt. Hätten Sie auch vor einigen Jahrzehnten noch nicht glauben können, gell? Dass ein Mensch auf dem Mond landet, dass eines Tages ein Astronaut seinen Fuß auf den Mond setzt. Unglaublich. Und es ist passiert. Und sehen Sie, genauso wird es sein, dass Jesus seinen Fuß wieder auf diesen Globus setzt. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, einander nie, doch alle werden dich sehen. Du hast gesagt, du kommst zurück und alle werden dich sehen. Du allein weißt den Augenblick, doch alle werden dich sehen. Wird es Tag oder Nacht bei uns sein? Kommst du in unser Spiel, unsere Arbeit hinein? Tänzer beim Tanz, Läufer beim Lauf, sie alle werden dich sehen. Schläfer im Schlaf und Käufer beim Kauf, sie alle werden dich sehen. Und dann zweifelt der Zweifler nicht mehr. Denn dann weiß er, dein Grab war am dritten Tag leer. Bäder auf Knien, Kranke im Leid, sie alle werden dich sehen. Freunde beim Fest und Feinde beim Streit, sie alle werden dich sehen. Und wir sehen, wenn der Schleier sich hebt, du hast immer schon bei uns auf Erden gelebt. Manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Mach uns bereit für jene Zeit, wenn wir dich alle sehen. So Manfred, sieh bald. Und dieser Herr ruft uns aus der Ewigkeit zu, siehe, ich mache alles neu. Ich schaffe diese alte Welt mit ihrer Schuld ab. Ich schaffe diese alte Welt mit ihrem Bösen ab. Ich schaffe diese alte Welt mit ihrem Tod ab und schaffe eine neue Erde und einen neuen Himmel.
Liebe Schwestern und Brüder, hier geht es nicht um Weltverbesserung. Jesus ist kein Weltverbesserer. Hier geht es auch nicht um Runderneuerung. Jesus ist kein Runderneuerer. Sondern hier geht es um eine radikale, globale, universale Neuschöpfung aller Dinge. Alles soll neu werden durch Jesus. Auch Sie dürfen neu werden. Ganz neu. Auch ich darf neu werden. Du, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Das ist also das Erste heute Abend, wohin unsere Hoffnung zielt. Ich kenne keine größere Hoffnung als die christliche Hoffnung. Es gibt keine größere. Er wird kommen wie die Sonne an dem letzten großen Tag, nach der letzten langen Nacht, die kein Mensch mehr glücklich sah. Er wird kommen wie die Sonne an dem letzten großen Tag. Immer wieder will ich singen von dem letzten großen Tag, an dem Jesus wischt die Tränen und die Nacht ein Ende hat. Immer wieder will ich singen von dem letzten großen Tag. Zweitens, worin die Hoffnung gründet. Wir gehen jetzt zurück in die Vergangenheit, gehen auf einen Hügel, dort stehen drei Kreuze. Uns interessiert jetzt das mittlere Kreuz. Was hier geschehen ist, kann ich Ihnen nicht erklären, kann ich nicht verstehen, aber ich kann es bezeugen. Wir stehen auf Golgatha immer wieder vor dem Geheimnis des Gekreuzigten. Und ich schaue immer wieder gern im Geist auf ihn, wie er da am Kreuz hängt, blutet und schreit. Hier auf Golgatha ist Gott gescheitert. An der Welt, an Ihnen und an mir ist Gott gescheitert. Hier auf Golgatha zeigt sich Gott nicht als Herr, sondern als Knecht, der sich unter uns beugt, der an uns zugrunde geht, der an uns scheitert. Der heilige Gott, der in den Himmel gehört, kommt in die Hölle, wo er nicht gehört, nicht hingehört, um uns zu treffen, zu lieben und aus Nacht und Versagen herauszuholen. Das ist Grund unserer Hoffnung. Ich gehe in die Zukunft und weiß, auch im Scheitern, in meinem Scheitern kommt Jesus auf mich zu. Mit meiner Schuld darf ich immer wieder zu ihm gehen und darf wissen, er nimmt Platz in meiner Schuld. Mit meinem Tod gehe ich hin zu seinem Tod und weiß, ich darf Jesus treffen in meinem Tod. Und wenn Ihre Ehe kaputt geht und wenn Sie in Ihrem Beruf scheitern, zu mir kam jetzt einer, ich bin pleite, 500.000 Mark Schulden. Und wenn Sie in Schande fallen oder gefallen sind, dann dürfen Sie ihm glauben, dass er sich auch unter Ihr Scheitern legt und dass er Ihnen vergibt. Denn Jesus geht in den Tod, damit er uns in unserem Tode trifft. Er geht in Scheitern, damit wir ihn auch in unserem Scheitern begegnen und treffen. Er geht in die Sünde hinein, damit er sich als ewiger Herr und Heiland offenbare. Wo ist Gott? Über dem Sternenzelt. Natürlich auch, da ist er auch. Aber Gott ist vor allem verborgen in Jesus von Nazareth und besonders im Gekreuzigten. Da ist Gott verborgen. Vergesse nicht, ich war noch junger Pfarrer in Pfullingen. Da läutet einer an der Glastür, ich gehe runter und da steht der Mann vor mir, ich weiß nicht, was er gerade Schreckliches erlebt hat, schreit mich an und sagt, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und dann habe ich spontan geantwortet, am Kreuz. Am Kreuz hängt er. Für Sie. Da hängt er. Ich weiß keine bessere Antwort. Gott ist am Galgen. Und wenn ein Mensch in seiner Einsamkeit ihn anruft,
darf er wissen, er durchbricht meine Einsamkeit und erklärt mich zum liebsten Menschen, den er hat. Die Botschaft vom gekreuzigten Auferstandenen ist kein Gedanke, ist keine mehr, ist keine bloße Moral, sondern ist die Botschaft dessen, liebe Freunde, der uns errettet hat von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und er teilt jetzt schon 2000 Jahre sein Leben aus und seine Liebe und seine Vergebung. Seit 2000 Jahren teilt er sich aus, strömt sich hinein in diese Welt. Jesus Christus ist für diese Welt. Und Jesus Christus ist deshalb die Hoffnung für diese Welt. Ich habe für diese Welt viel Hoffnung. Wissen Sie warum? Weil Jesus für diese Welt verblutet ist. Und wer für eine Welt verblutet, der gibt diese Welt nicht so schnell auf. Der gibt diese Welt nicht so schnell auf. Ein 15-jähriger junger Bäcker wird auf einmal arbeitslos. Er kommt mit seinem Pfarrer ins Gespräch. Der Pfarrer sagt ihm, du, ich werde mich für dich bemühen, dass du wieder eine Arbeit findest. Das war sein erster Satz. Und dann? Aber jetzt frage ich dich, du Junge, kannst du glauben, auch in deiner jetzigen Situation, dass du unendlich geliebt bist? Und dass dieser Herr noch viel mit dir vorhat, kannst du das glauben? Dann antwortet dieser junge Bäcker, es fällt mir schwer, aber ich glaube es. Ich glaub's. Und damit hat er seine größte Krise eigentlich schon überwunden. Wenn Sie krank sind oder krank werden, ich frage Sie, können Sie dann glauben, dass Ihr Herr und Heiland mitten in Ihrer Krankheit für Sie einen Segen bereit hat, den Sie für unmöglich gehalten haben? Und wenn Sie in Sünde und Schande gefallen sind, können Sie glauben, dass er, als er rief am Kreuz, es ist vollbracht, auch an Sie gedacht hat? Und wenn Sie in Ihrer Ehe gescheitert sind, an Ihren Vorstellungen, Idealen, Träumen über Erotik und Sexualität, glauben Sie, dass Jesus ihnen auch jetzt nahe ist und sie mit ihm neu anfangen können? Und wenn sie in eine tiefe Depression gefallen sind, glauben sie, dass Jesus, ihr Herr, in die tiefste Tiefe, auch in ihre Tiefe hinabgestiegen ist, auch in die Tiefe ihrer Depression, um sie auch in ihrer Tiefe nie mehr loszulassen. Jesus ist immer noch tiefer, als ich fallen kann. Ich war mal in einer furchtbaren Depression. Ich war am Ende. Da sagte ein Seelsorger mir das Wort, das habe ich nicht vergessen. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und dieses Wort hat sich erfüllt. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es war wie eine Tunnelfahrt, wissen Sie, wo es wirklich dunkel wird, aber auf einmal fuhr der Zug wieder ins Licht. Wenn Sie verzweifelt sind, dann dürfen Sie in Ihrer Verzweiflung zum Gekreuzigten gehen und wissen, er ist auch in meiner Verzweiflung, jetzt nicht gegen mich, sondern für mich. Sehen Sie, wenn alles gegen mich spricht, wenn Menschen gegen mich sind, wenn sogar ich gegen mich bin, und ich bin manchmal auch sehr gegen mich, gell? Dann darf ich wissen, mein Herr ist für mich. Für mich, für dich, gell? Ein Mann, Witwer, einsam, von vielen verachtet, gemieden, er war auch entsprechend. Er kommt der Pfarrer auf Besuch, und da sagt er zum Pfarrer, Herr Pfarrer, ich habe bloß noch einen, der für mich ist, das ist mein Hund.
Das ist mein Hund. Er ist wirklich auf den Hund gekommen. Wir wissen mehr, als dass nur ein Hund für uns ist. Unser Herr ist für uns, wenn alles gegen uns ist. Sehen Sie, das ist der Grund unserer Hoffnung. Der Ort der größten Hoffnungslosigkeit, Golgatha, ist gleichzeitig der Ort der größten Hoffnung. Gehen Sie mit mir ans leere Grab des Josef von Arimathea. Schauen Sie in dieses leere Grab, in diese Höhle hinein. Nichts gehen Sie an. Das ist der Ort der Hoffnungslosigkeit, das Grab. Und genau an diesem Grab ist der Beginn einer neuen Zukunft und damit einer neuen Hoffnung, wo alles zu Ende ist. Golgatha, leeres Grab. Da ist der Beginn einer neuen Welt. Weil das Grab offen ist, darf ich hoffen. Das dritte und letzte, die Verpflichtung, Hoffnung, wozu verpflichtet sie? Noch einmal, Hoffnung, wo zielt sie hin? Hoffnung, wo gründet sie? Haben wir gerade gehabt. Jetzt Hoffnung, wohin verpflichtet sie? Als Menschen, die durch Jesus eine Hoffnung haben, für sich, für die Kirche, so schlimm es aussieht heute nicht. Nicht austreten, liebe Freunde, bleiben Sie drin und schaffen Sie mit und leiden Sie mit und beten Sie mit und kämpfen Sie mit in dieser Kirche. Wir haben Hoffnung auch für diese Kirche. Und wir haben jetzt als Menschen der Hoffnung einen großartigen Auftrag, nämlich die Hoffnung zu bringen, anderen zu bringen, Hoffnung zu machen. Wir sind doch als Christen keine Miesmacher, sondern Mundermacher. Wir tragen die Fackel der Hoffnung hinein in eine hoffnungslose Welt. Wenn Sie also von der Hoffnung, hier dieser Hoffnung erfüllt sind, dann dürfen Sie auch andere mit der Hoffnung anstecken. Es gibt ja nicht nur jetzt ansteckende Krankheiten, gell, Grippe und so. Es gibt auch eine ansteckende Gesundheit. Wir Christen haben die Gesundheit, die andere ansteckt. Der Missionsbefehl beginnt ja mit, da heißt es ja, geht hin. Im Gehen hängt alles, am Gehen hängt alles, am Hingehen zu den Menschen, die ohne Hoffnung sind, die kommen ja nicht mehr zu uns, gell, die anderen kommen nicht mehr. Da kannst du einladen und die Glocken können läuten, die kommen einfach nicht. Wir müssen hingehen heute. Die Kommstruktur hat so ziemlich aufgehört. Gehstruktur ist dran, gehet hin. Ihr Leben wird zu einem spannenden Abenteuer, wenn Sie bereit sind, Glauben etwas zu wagen, bei der Ausbreitung des Evangeliums und der Hoffnung sich einzusetzen. Was ist der Sauerstoff für meine Lunge? Ist die Hoffnung für meine Seele und für mein Leben. Ohne Hoffnung kein Leben. Es war an einem Konfirmationsnachmittag. Da bin ich in die Kirche gegangen und habe zwei Ballone gezeigt den Leuten und den Konfirmanden. Der erste Ballon, schaut mal her, die waren also beide gleich schön, gleich voll. Ne? Also habe ich den eingenommen und habe ihn fahren lassen. Und da ist er gleich nach unten gesackt. Ne? Dann habe ich einen Stupser gegeben, dann ist er wieder hoch, ne? Wieder runter, bup, wieder runter. Sagt, seht, so ist das Leben. Ohne Inhalt. Bloß wenn man von der Luft lebt. Ne? Dann geht so, braucht immer wieder einen Schubser. Gell? Ballon zieht aber die Erde, zieht ihn immer wieder an. Immer wieder runter. Gell? Habe ich den anderen Ballon genommen, schaut mal den an. Und habe fahren lassen. Und dann stand er auf, ein Kirchendeckel. Der hängt also heute noch oben. Ne? Nein, inzwischen haben wir schon. In dem war Gas drin. Gas. Da haben wir den Unterschied gesehen. Fährst du nur mit Luft oder auch mit Gas, mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist die Triebkraft, welche der Geist Gottes treibt, nicht? Vorwärts treibt und aufwärts den Himmel treibt. Das ist die Energie der Hoffnung. Die brauchen wir. Und da muss man nicht stupsen immer, gell? Der zieht von selber nach oben. Die wahre Hoffnung ist unsere Energie, unsere Treibkraft und Triebkraft. Und die treibt uns schließlich zum Himmel, gell? Die treibt uns in den Himmel. Gehen Sie bitte zu einem Einsamen hier in Nebulach und sagen Sie ihm, du bist nicht allein, der Herr ist bei dir. Dann haben Sie ihm Hoffnung gemacht. Gehen Sie zu Kranken und sagen Sie ihm, du darfst in jedem Fall hoffen, ob du gesund wirst oder krank bleibst oder sterben musst. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Gehen Sie an ein Sterbebett. Halten Sie die Hand des Sterbenden fest. Und sagen Sie ihm, du wirst leben. Wenn du hier die Augen zumachst, wirst du sie bei Jesus in der Ewigkeit aufmachen
Und du darfst ihn sehen, wie er ist. Und du darfst ihm gleich sein. Sterbende begleiten, ihnen Hoffnung machen, etwas Wunderbares. Freunde, lasst uns doch die Fackel der Hoffnung nehmen und in diese hoffnungslose Welt hineintragen. Lasst uns Christen werden, die andere mit ihrem Glauben, mit ihrer Liebe und mit ihrer Hoffnung anstecken. Wissen Sie, sehen Sie, wenn Gott den im engen Felsengrab eingemauerten, von Soldaten bewachten Leichnam von Jesus lebendig gemacht hat, kann er auch diese in ihrer Sünde verlorenen Menschen zu neuem Leben erwecken. Wenn für Gott der tote Jesus kein hoffnungsloser Fall war, dann gibt es für ihn überhaupt keine hoffnungslosen Fälle mehr. Wenn dieser Gott Gräber öffnen kann, dann kann er doch auch Herzen öffnen. Ich halte jetzt wieder Konfirmandenunterricht. Es ist nicht einfach, diese Jungen zu begeistern, nicht? Heute Nachmittag. Ich bete für sie, dass doch in diesem Jahr der Herr dem einen oder anderen Konfirmand das Herz auftut. Der Gott, der Steine von einem Grab wegschieben kann, kann doch auch ihre Ängste, ihre Probleme wegschieben, damit sie wieder Land sehen, atmen können, froh sein können und leben können. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selbst unsere Hoffnung bist und unsere Zukunft. Und dass wir immer wieder zu dir nach Golgatha gehen können, da wo es ganz hoffnungslos aussieht. Da gerade ist der Beginn einer neuen Hoffnung. Und dass wir immer wieder mit unseren Problemen, Hoffnungslosigkeiten, Verzweiflungen zu deinem leeren Grab gehen können und in dieses Grab schauen. Und dann wissen dürfen, du bist nicht im Grab geblieben. Du bist auferstanden vom Tod, lebst und regierst in Ewigkeit. Das ist deine Hoffnung. In aller Nacht der Verzweiflung und des Todes. Nun, Herr, fülle uns du heute Abend mit deinem Heiligen Geist, mit dieser Energie und treib uns morgen hinein wieder in den Alltag. Und schenke es doch uns, dass wir für dich etwas wagen und andere anstecken dürfen mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Bitte wirk du auch durch uns, breite auch hier in dieser Gemeinde dein Reich aus und benütze du dabei auch uns. Eröffne doch jetzt auch in dieser Adventszeit noch viele Herzen für dich, dass es nicht bei einem bloßen Konsumrausch bleibt und Kaufrausch und Lametta und allem drum und dran, sondern dass du durchdringst, oft in aller Stille, da und dort ein Herz öffnen mögest. Amen.